geilste Video, was du in letzter Zeit gedreht hast? Also das Beste und dieses Jahr, wenn man sagt, das Highlight für mich persönlich, mein Highlight war dieser Dreh auf der Ostsee oder Nordsee, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich im Anzug, in dem pinken Anzug da war. In dem Boot. Ja, und es war das schlecht performste Video überhaupt. Niemand hat das Video geguckt, es war das beste Video. Aber ist das nicht enttäuschend, wenn du da so Herzblut reinsetzt und du siehst das Endprodukt und denkst, boah, ist das geil, das ist so cool und dann performt das so gar nicht. Mittelmäßig oder gar nicht. Zum Beispiel, wenn ich einen Vlog mache und ich irgendwo hinfahre und so, kriegt es mehr Aufrufe als dieses Video. Das Video war wirklich, ich stand da, die Kameramänner, denen wurde ja alle schlecht, die haben sich ja direkt instant übergeben, wirklich instant. Ne? Ah, jetzt, das hast du erzählt, ja, wo du auch die Videos geschickt und hast. Und das war wirklich, das war das schönste Video, was ich jemals produziert habe, so viel Spaß. Und natürlich im letzten Jahr, das Jahr davor, wirklich das Highlight ist natürlich mit uns gewesen, mit uns. Als wir in der Höhle waren, meinst du? Ja, genau, in der Höhle. Oh, ey, Bro, das war so geil. Tür kurz. Hat's gelitten, oder was? Ey, ich wär da, by the way, mal wieder dabei, aber ohne Tauchen. Ey, mittauchen. Das kann nur noch extremer werden. Mal, ist das Sascha. Er hat nur so getan, als ob er nicht kann und kommt dann auf einmal doch. Hallo? Hallo. Hi. Na? Komm rein. Na? Hi, ich hab ein kleines Einschussgeschenk. Ja, vielen Dank. Komm rein. Bitte. Danke. Hallo. Hi. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, wusstet ihr voneinander, oder? Wie bitte? Wusstet ihr, dass ihr kommt, oder? Ich wusste nicht mal, dass du hier wohnst. Ach so, okay. Ja, Emma, komm gerne rein. Darf ich meine Jacke noch irgendwo abnehmen? Ja, klar, kannst du mir auch geben. Ich weiß nicht, aber sehr schön hast du es. Eine Sache verbindet uns drei ja tatsächlich. Ne? Als du das erste Mal in Stuttgart warst, war ich auch da. Ja, tatsächlich. Hey, es ist so nice, dass du hier bist. Und da muss ich wirklich sagen, es ist der Wahnsinn. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich habe nämlich etwas vergessen. Alle haben dir ein Einweihungsgeschenk mitgebracht. Ja. Nur ich nicht. Dann packen wir aus, ja. Ja, da bin ich. Aus Spanien bist du jetzt gekommen? Ja, aus Rom. Rom? Ja. Da wird jetzt bestimmt was Mediterranes drin sein. Genau. Rom ist nicht in Spanien. Ja, aber Rom ist mediterran, oder? Rom ist mediterran, ja. Tatsächlich, ja. Wofür die wohl sein werden, ne? Was ist das? Wir haben hier diese Instant-Fotos. Ah, dann ist da Kamera hier drin. Kamera dazu. Ja. Nee. Das wäre jetzt auch gut. So der Akku oder so. Ja. Das können wir doch direkt mal ausprobieren. Kennt ihr die? Hattet ihr früher auch diese Instant-Kameras? Also ich hatte die von früher, da hast du die so zusammengeklappt und dann kam das Bild raus. Zusammengeklappt? Aus Instagram-Stories von Bloggerinnen, die das machen. Wie ist das Wetter in Spanien? Schön. Ja. Besser als hier, oder? Ja. Wie ist das Wetter hier? Wie viel Grad? Ach so, 12 Grad. So, bis 14. Ich gehe mal kurz wahrscheinlich die Sonne. Messer. Ja. Marc, du fühlst dich wie ein totaler Versager. Ja. Dann würde ich mir einfach mal ein Wasser holen. Sehr, sehr. Magazin gefüllt. Ja. Super. Kannst du mir eins mitbringen? Ich weiß nicht, ob ich das sehr, sehr gerne, Emma. Hast du, willst du Wasser? Willst du auch eins, Tim? Bitte. Du? Ein Wasser? Ja. Gerne. Ich bringe euch gerne allen Wasser. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Nico, dass ich das nicht schaffe. Der bringt ein Glas, der Penner. Ich kenne ihn. Nico, es tut mir leid. Machen wir jetzt Bilder. Hast du Magazin gefüllt? Ja, ist tatsächlich drin. Ja. Jetzt einfach drücken, oder? Habt ihr Hunger? Ich hab tierischen Hunger. Aber wir bekommen gleich Pizza. Wo ist hier bitte eine Taste zum Draufdrücken? Darf ich mal gucken? Ja, ich krieg's. Wollen wir damit vielleicht warten? Mir wirklich leid. Also, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Was sagst du? Kannst du vielleicht, wollen wir was kochen? Oder kannst du uns vielleicht was kochen? Wir können ja versuchen, die Kamera irgendwie. Also normalerweise immer gerne, aber heute ich bin irgendwie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe hier vier Gläser für vier durstige Menschen, die es verdient haben, alter Ehrenmann, was zu bekommen. Ja? Ich sag's dem auch. Also schau mal, du bist jetzt auch kein Versager, Marc, du bist wirklich ein Megatyp. Wo ist dieser Knopf? Ich hier. Hier? Nein. Da? Da, ja, hier. Dankeschön. Pass auf. Nico. Dankeschön. Ey, das war ein ganz übler Schuss von mir. Marc, was mit Kochen kochst du? Ich koche eigentlich jetzt nicht so gerne eigentlich. Hast du mal in deinem Leben gekocht? Ich habe schon gekocht, ja. Als ich meiner Frau zusammengekommen bin und so weiter, habe ich häufiger mal gekocht. Und was? Ich habe immer halt so irgendwelche teuren Sachen eingekauft. Ah, wow. Dann kannst du kochen? Ich habe irgendwelche teuren Sachen eingekauft. Nein, so Thunfischsteak, dies, das. Und dann habe ich das immer so... Langustentiere, solche Sachen. Und das war das Einzige, was ich gemacht habe. Ist nicht so, ne? Also der Fisch in Salzkruste, das war der Höhepunkt meiner Karriere. Das war geil, wirklich. Kannst du Reis kochen? Reis bekomme ich auch hin. Ja, ich habe schon mal Erfahrung gemacht mit diesen Beuteln. Und legt man das in Wasser und dann irgendwann sind die Beutel sehr, sehr groß. Das habe ich schon mal hinbekommen. Respekt. Ja. Kennst du einen Reiskocher? Reiskocher kenne ich, aber das ist ja schon... Das ist schon, wenn du das hinkriegst, dann... Da ist der Charo dann tatsächlich der Profi, ne? Also was sowas angeht. Reis ist kein Thema. Reis, Kartoffeln, Spaghetti, Pasta, Bulgur, alles, was du so nicht kannst, denke ich. Ja. So.
Da du jetzt alle gefragt hast, ich weiß nicht, wolltest du auf was hinaus? Also bist du ein großartiger Koch? Oder? Also? Ich kann auf jeden Fall einen Reis kochen und Gemüse klein schneiden. Ah, okay. Und das braucht man im Leben. Aber ihr beide, muss man sagen, ihr beide nebeneinander gibt auch ein Traumpaar ab. Ist wirklich so. Also wollte ich an dieser Stelle nur noch mal einwerfen. Danke. Ja. Du weißt, was dieser Abend noch bringt. Jo. Du weißt, was dieser Abend noch bringt, ja. Wunderschönes Foto. Oder? Das ist schön geworden. Ja. Fühlst du dich gerade ein bisschen cringig so? Also ist das so gerade ein Moment, den du als cringe beschreiben würdest? Ja. Das verwendet man. Ja? Ja. Tatsächlich? Okay, interessant. Ja, okay. Ich wollte das nur mal austesten. Vielen Dank für dieses Anleitungsgeschenk. Gerne, das hat mich gerne. Sehr gefreut. Ja, sonst jeder hier bekommt natürlich auch so ein Geschenk von meiner Seite aus. Ja, wir haben sowas zusammengepackt und so weiter. Da habe ich auch etwas für dich mit ausgesucht. Mich? Ja, für dich tatsächlich. Und da ist auch ein Parfum drin. Und dazu gibt es eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Kannst du gerade mal holen. Wolltest du euch schon erzählen? Jetzt? Das Parfum habe ich hier auch offen. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Das wäre dieses hier. Ja. Ich bin so schlecht mit solchen Sachen, aber... Hä? So, ich bin überfordert, wenn Leute mir so Geschenke oder so. Also jeder kriegt was. Ja. Und das ist so quasi, das Wort Pivarot kommt aus Russland. Das ist quasi, meine Frau hat es mir erklärt, wenn so, nicht Hexen, aber so die Frauen, so Frauen etwas zusammenmixen und dann so Männer quasi verführen. So, das ist die Geschichte von diesem Parfum. Zeig mal her. Oh, hat geklappt. Ja. Dankeschön. Das war die Einleitung, ja. Toll, danke. Ja, und Nico hat auch eine neue Uhr, habe ich gesehen, oder was? Die war doch den Mofa, oder? ich wollte die mal Probe tragen, weil ich habe eventuell vor, die zu klauen. Ah, okay. Ja. Sehr gern. Tupp dich aus, ne? Super. Ja. Wie gefällt dir die Uhr? Das war eine. Tim, schöne Farbe. Ich bitte mit deinem Freund, der neben dir sitzt. Ja, das Ziffernblatt hat sonst niemand. Und ich habe es speziell machen lassen. Ich habe es in deiner Story gesehen. Ja, Mann, ne? Wunderschön. Was findest du im Blatt? Findest du die schön? Das ist so eine Tiffany-Farbe. Hast du eigentlich, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber so bei Uhren ist das irgendwas, wo du sagst... Noch nicht, aber ja. Also ist da irgendwas dabei, wo du... Darf ich mir das mal anschauen? Ja, klar. Okay. Darfst du auch eine aussuchen? Ja. Ah, okay. Also hier haben wir wirklich einige Sachen mit dabei. Auch kleinere Größen von Durchmesser. Das sind alles echte Uhren? Das sind echte Uhren, ja. Ah, krass. Also wir haben zum Beispiel sowas hier. Ist jetzt ein bisschen kleiner. Ich traue mich, das nicht anzufassen. Wieso? Ich traue mich nicht. Nein, das ist kein Problem. Weißt du, was mir so gerade auffällt? Ihr habt beide auch so den Partnerlook an. Ja, ist mir auch aufgefallen. So die gleiche Hose. Wir haben uns, glaube ich, abgesprochen. Tatsächlich. Ja, ja. Stell dich nochmal neben ihr. Das musst du nur noch die passende Uhr im Partnerlook an den beiden anlegen. Ach, ihr habt auch dieselben Schuhe sogar, ne? Fast die gleichen Schuhe, ja. Nee, es ist einfach nicht die Ja, sehr schön, aber. Aber ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich wollte mir tatsächlich eine zulegen, aber ich habe noch keine gefunden, die mir gefällt. Okay. Ja, es drückt. Ach so, tatsächlich. Aber wieso hast du deinen Schuh ausgezogen? Es drückt. Da fühle ich wie zu Hause. Ja, du machst dir bequem. Ja, ich mach's mir bequem, ja. Ja. Das ist nicht mein Ich würde dann kurz hier noch nebenher meinen Fuß massieren, wenn es voll okay wäre. Ja. Ich fühle mich wie zu Hause, ja. Ja, ist kein Problem. Ja, dann ist auf alles super, oder? Schön. Macht Spaß? Mhm. Ja, toll. Ja. Wusstest du eigentlich, dass Nico und ich auch mal ein Video zusammen gedreht haben mit Tim in einer Höhle? In einer Höhle? Genau, hatten wir davon mal erzählt? Nein. Gab 2018 war das, glaube ich. Also, hier in Deutschland? Ja, hier in Deutschland, ja. Dann haben wir das Ganze gebucht. Nico war währenddessen in seiner Diätphase auch, von daher war es körperlich ein bisschen anstrengender. Und dann sind wir da reingegangen. Ich habe dann da drin Uhren vorgestellt, mit ihm sogar. Und in der Höhle? In der Höhle. Und er war bis hier so bis zum Wasser und so. Es war eiskalt und da haben wir uns dann drin aufgehalten. Also ich sag dir ehrlich, ich habe wirklich gedacht, meine Füße frieren ab. Erstens das. Und zweitens, das extrem Beruhigende war, dass er so ein paar Monate später... Nein, zwei Wochen. Zwei Wochen später. Zwei Wochen. Drei Leute kam, sind... Wo da anscheinend fast welche in der Höhle halt einfach, weil da ist irgendwas eingestürzt in der Höhle. Ja, das Problem war, es war hoch, also es hat sehr stark geregnet und dann, gab eine Stelle, über die sind wir nicht hinausgekommen. Stimmt diese Story? Also, Nein, es ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und wir mussten ganz am Ende, mussten wir eigentlich noch tauchen, man hat nichts gesehen. Ist halt in der Höhle gewesen. Und da sind wir dann nicht drüber hinaus und zwei Wochen später sind Leute dann da... eingesperrt gewesen für 3 Tage. Chillig. Ja, vielleicht können wir es wiederholen. Wann war das? Das war Ende 2018. Es war echt nicht geil. Also ich würde dir auf jeden Fall nicht empfehlen, in die Höhle zu gehen. Ey, kannst du bitte deine Schuhe wieder anziehen, Alter? Nee, Digga. Wir haben immer solche verrückten Videoideen. Ne? Was für welche? Nein, ich habe nur von der Höhlengeschichte erzählt, dass das was ein voller Erfolg war. Ganz kurze Zwischenfrage. Wenn du jetzt schon wieder nach irgendeinem Essen oder so... Ja, ich will es echt nicht nerven, aber kochen wir noch was? Oder? Nico.
Wir bestellen gleich zu essen, okay? Okay, wann ungefähr? Hast nichts im Kühlschrank oder eine Pfanne? Wir können noch ein paar Spiegeleier machen, der mag doch Eier. Emma, du findest alles, was Nico sagt, super witzig. Knallt schon wieder? Wie bitte? Knallt. Das knallt wirklich sehr, sehr rein. Lustigerweise war ich neulich bei mir unterwegs zu Hause. Okay. Und da bin ich bei mir in der Gegend rumgelaufen und habe dort einfach einen Spaziergang gemacht. Und? Da bin ich an meiner alten Schule vorbeigekommen. Okay. Was hat das in dir ausgelöst, wo du deine alte Schule gesehen hast? Nichts. Nichts? Ich bin vorbeigekommen, hab gesehen, alte Schule, alles klar, weitergegangen. Und dann What the fuck, Bro? Bin ich wieder nach Hause gegangen. Ja, coole Story. Ich habe noch eine Nachricht von Sascha erhalten. Ja, wie ist die Stimmung? Top, ja? Ja. Ich habe aber Hunger. Bei dir? Ja. Bei dir, wie ist die Stimmung? Ey, bei mir top, Alter. Ich höre alles. Ich höre, was der Kameramann machen muss. Ich höre, was Marc machen muss. Ja. Alles. Du bist der Mann für alles. Die ganze Zeit. Echt? Ich ja. Nicht. Ich schwöre. Digga, ich werde wahnsinnig doch, wie sagst du? Nee, alles okay soweit. Wollen wir jetzt nicht zocken? Was? Wollen wir nicht zocken? Ja, sieht gut aus. Also, zocken. Wir können vielleicht irgendein Spiel. Habt ihr Warzone auf der Playstation? Da ist eine Playstation. Da ist eine Playstation tatsächlich. Aber Warzone. Entschuldige mich bitte mal ganz kurz. Würdest du mir bitte dein Jackett geben? Mein Sakko? Ja. Ich zieh mein Sakko nie aus. Bitte, heute ist der Tag gekommen, indem du deinen Sakko ausziehst und es mir übergeben wirst. Komm, Marc. Ausziehen. Komm. Ausziehen. Mal erst ausziehen. Mir ist ein bisschen kalt nur mit dem Hoodie. Ich müsste den bitte drüber ziehen. Ah, okay. Ja, danke dir, Digga. Yallah. Ja, was guckst du jetzt so? Von Orazio Luciano, meine Lieblingsmarke. Danke dir. Okay. Was hat denn das Ding gekostet? Der muss deinen Sakko kaputt machen. Alter, bist du schmal. Oh mein Gott, Nico, bitte. Alter, der ist anders schmal, was soll ich machen? Mal, ihn müsst ihr zeigen, wie er leidet gerade. Leg einfach mal ein bisschen vor. Oh, da. Warte, das war eine Naht, oder? Oh mein Gott, Nico, ich bitte dich. Ey, du musst dir ganz anziehen. Yes! Hello everyone, this is Mark here again for you. With another... Oh, Bruder. Ich glaube, das hat geklingelt, Mark. Ja. Ey, in Mark stimmt. Hello, what's going on? Regina, komm gerne rein. Du, Marc, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja. Danke für die Einladung. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ja. Okay, ja. Woo. Yeah. Du hast dein Kissen gelassen. Gut machen. Alter, der Fit ist wild, Mann. Ey, Bro, dein Sakko ist RIP. Okay, also ich würde es schlecht. Den Klopfern wieder so kurz davor ist zu fliegen. Aber du kannst auch, also ich sag mal, du kannst mir das auch wieder zurückgeben. Also das. Die kannst du dir wieder zurückgeben? Ja. Ach so, tatsächlich. Nee, danke dir, Digga. Uber. Willst du den Knopf nicht aufmachen, wenn du dich hinsetzt? Ach so, sorry. Wie unhöflich von mir. Vielen Dank immer, dass du es noch geschafft hast, ja? Was wird denn so ein Sakko? Gar keine Mühe. Nur dieses Sakko, was kostet das? So, nee. Zwischen 2,5 und 3. 2,5 und 3? Ja. Aber es ist halt alles von halt. Oder ein ganzes. Oh shit. Also das ist der komplette Anzug. Also Anzug ist ungefähr 3,5, Sakko 2,5 bis 3. Oh mein Gott! Ja, genau. Das ist Maske. 2.500 Euro kostet das. Also wohl, das ist aber alles von Hand gemacht. Ne? Jedes Knopfloch, es gibt keine Naht, die maschinell oder mit Klebeband. Oh, der ist einfach am Arsch, wenn er den noch länger trägt. Ne? Das ist ja schon klar. Warum denn? Bro, das reißt fast. Nein, es geht nicht. Nein. Das ist von Orazio Luciano, das ist Qualität, Digga. Das ist, mach mal Dinger, flex mal rum ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wenn er gleich einmal so flex, so krrr. Der Bro, dass er es nicht angezogen hat. Oh, haben wir direkt auf. Haben wir voraussichtlich nachträglich für die ganzen Fotos dran. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine schlechte Idee, ja. Da können wir direkt die Fotos hinheften, ja? Ja. Hast du die Kamera schon gesehen? Wir waren telepathisch verbunden. Ich wusste in dem Augenblick, als ich sie angesehen habe, wusste ich, was da drin ist. Und ich habe gesagt, so, jetzt, du hast mir quasi gesagt, mitgegeben, was ich ihm holen soll. Ja. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag, wenn morgen der große Tag ist? Hast du da irgendwas, worauf du hinarbeitest? Ich wünsche mir zum Geburtstag von dir was ganz Spezielles. Und zwar als allererstes Mal hätte ich ganz gerne was zum Essen. Okay. Ja. Und das werden wir in dem Laufe des Abends beheben. Ja. Also. Und ich würde mir von dir wünschen,
Und es wäre schon asozial, wenn du mir den Wunsch nicht erfüllst. Ich hätte gern die Uhren, die hier sind, in dem Kästchen. Ah, alle, oder? Ja. Ach so. Ist doch kein Problem, oder? Oha, wenn du ein Homie bist, dann gibst du mir schon einen... Bro, what the fuck? Ey, wo ist die blaue hin? Du kennst sie seit 3 Jahren jetzt. Welche blaue? Da war eine mit Türkisen im Ziffernblatt, so blau-türkis. Wo ist die hin? Die wollte ich eigentlich klauen. Die hat... Also, ich nehme es mal an, Nico hat... Guck mal, von all den Uhren, kannst du dir nicht eine andere nehmen? Ja, genau die wollte ich... Ey, Marc, gib mir mal bitte deine Uhr. Ich will mich einmal so reich fühlen wie du. Oh, danke. Ja, ein ganz besonderes Teil. Es ist a very special model, now available on markgebor.com. Now not available at markgebor.com. Wie findest du die? Die ist überhaupt nicht groß. Mächtig. Schon ein bisschen drüber, oder? Ja, zu Marc passt das. Bei dir ist es ein bisschen... Ja. Dankeschön. Ja, nee, aber ich... Das ist auch ordentlich. Dein Handgelenk. Also was viele noch nicht wissen, vorgestern hatte ich ein Telefonat mit Philips Auctions und wahrscheinlich wird die im März mit in den Katalog aufgenommen und dann wird die versteigert. In welchen Katalog? Also in den Auktionskatalog Philips Auctions. Die haben ja diese Paul Newman Daytona auch versteigert für 15 Millionen und die nehmen die auch mit. Was ist das Besondere an der Uhr? Die gibt es halt nur einmal. Ist ein Prototyp und die wurde als Vorgänger von einer RM1105, also entwickelt. Die kam in diesem Jahr raus und daraufhin haben sie ein anderes Modell rausgebracht. Die reguläre Kollektion, also die Uhr, die es regulär gibt, die sieht ein bisschen anders aus. Die liegt aktuell so bei ca. 400. Also, ich weiß nicht, was das war. Ist aber nicht das Prototyp, was du auch mal beim Klaas hattest. Doch, die ist die. Das ist die? Ja, ich hatte nur das Armband. Die ist, die ist jetzt wie viel wert? 400 so. Also das 400 Euro. Wow. Ist das irgendein Fetisch? Dass wie wär's, wenn du jetzt mal Klaas anrufst? Marc. Uhren, ich weiß nicht. Ist einfach so eine Leidenschaft. Nee. Jetzt kommt nur mal zum Sehen. Bist du irgendwann mal in einem Uhrenladen gewesen als Kind und hast gesagt, boah. Nee, mein Vater hat damals zum Abschluss mir eine Submariner geschenkt, als ich die Schule fertig hatte. Schon halt ein bisschen länger her. Und damals waren diese Uhren auch nicht so teuer. Und dann habe ich das erste Mal Kontakt damit gehabt. Und von da an habe ich all mein Geld, was ich jemals verdient habe, immer in Uhren gesteckt. Und das hat sich finanziell schon sehr gelohnt. Weil das auch irgendwie so ein Statusding war, wo du gedacht hast, so, das ist etwas so... Nee, eigentlich war es... Mich hat es immer fasziniert, halt, dass diese Mechanik da drin ist. Nee. Und die Uhr quasi immer läuft, so widerstandsfähig ist, Wasser, also dass man damit tauchen gehen kann. Plus natürlich auch, dass so ein hoher Wert auf so einem kleinen Raum gefunden wird.